Hallo, liebe Leute. Ja, mal wieder Diablo spielen, oder? Endlich mal wieder Diablo spielen. Retro-Feeling, Necromancer und so weiter. Ja, ist er denn so retro, der Necromancer? Lohnt es sich denn, die 15 € auszugeben für diese neue Klasse in Diablo 3? Und ich bin, habe noch etwas gemischte Gefühle, sage ich euch ganz ehrlich, weil es irgendwie meiner Ansicht nach nicht so schlau von Blizzard ist, das Ganze ohne neue Season zu starten. Ich kann euch auch sagen, warum. Weil ihr seht ja, dass ich hier fast 1000 Paragon-Level habe. Dementsprechend kann ich irgendwie alles auf Maximum hier pumpen und habe einen sehr, sehr starken Char. Es ist jetzt in diesem Moment so 3 Uhr ungefähr in der Nacht. Um kurz nach 12 wurde er released. Das heißt, es ist 3 Stunden her, dass er released wurde. Ich habe alle Items, die ich brauche. Das heißt, ich bin voll equipped. Ich habe nicht ein Item davon erspielt, sondern quasi alles gecraftet, weil ich mit diesem Max-Char Account einfach so viele Zutaten hatte. Ja. Hier kann man das sehen. Ja, also, oh, 200 nur noch. Ich habe mit 2000 angefangen, aber ist ja klar, dieser Account ist gepimpt. Es hätte für alle Beteiligten wesentlich mehr Freude gemacht, wenn man mit dem Necromancer bei Null hätte anfangen dürfen. Von daher, naja, viele von euch haben mich gefragt, Krümmer, was spielst du eigentlich für ein Bild? Bis vor kurzem war, schaut mal, die Sets habe ich auch schon fast alle komplett. Bis vor kurzem war der Radmar-Bild mit dem Radmar-Set total OP. Man war quasi unsterblich mit diesem Bild. Das Blizzard natürlich jetzt kurz vor Release genervt. Was heißt, bei Blizzard heißt ja immer nerven gleich zerstören. Blizzard kann nicht nerven. Von daher ist er unspielbar. Und mich haben viele Mails erreicht, Krön, was spielst du denn? Ich weiß gar nicht, was ich spielen soll. Es gibt keine vernünftigen Skillungen und so weiter. Und genau deshalb komme ich jetzt ins Spiel mit einer Skillung, die man sehr, sehr gut spielen kann. Ihr werdet das sehen. Ich komme easy damit. Ich habe jetzt das Letzte, was ich probiert habe, ist Rang Torment 10. Das ging easy. Jetzt habe ich gerade, glaube ich, was habe ich gerade gespielt? 65? Nee, 60 habe ich gerade gespielt. Bin damit sofort irgendwie 500. der Ladder geworden. Auch das relativ easy. Ihr werdet das gleich alles sehen. Die Skillung basiert, ich sag mal so, es ist nicht die spannendste Skillung aller Zeiten, aber man kann sie doch ganz gut spielen. Sie basiert hier, womit fangen wir am besten an? Mit den Items. Sie basiert auf dem Inarius-Set. Das Inarius-Set boostet quasi eure Knochenrüstung. Wenn wir uns mal die Set-Boni angucken, dann seht ihr, erhöht den Schaden von Knochenrüstung. Knochenrüstung gewährt zusätzliche Schadensreduktion und Knochenrüstung erzeugt einen Wirbelsturm aus Knochen, der Gegner in der Nähe 57 Waffenschaden zufügt und den Schaden, den sie durch den Turmbeschwörer erleiden, um 2750% erhöht. Das heißt, es ist quasi ein Knochenrüstungsset. Punkt. Ja. Darüber hinaus habt ihr andere interessante Boni auf dem Set. Unter anderem braucht ihr diesen Ring. Der Ring macht 82% mehr gegen verlangsamte Gegner. Und die sind halt verlangsamt. Einmal durch Altern, einmal durch die Kadaverlanze, die fügt nämlich Kälteschaden hinzu. Das heißt, durch diesen Ring mache ich auch nochmal 82% mehr. Der Gürtel wiederum, den braucht ihr auch, Dantys Bindung. Ihr seht, wenn ihr Altern flucht auf einen Mob, habt ihr nochmal 50% Schadensreduktion. Ja, Altern, alter Schwede. Ja. Darüber hinaus habe ich in meinem Würfel diese drei Items. Dieses ist ganz interessant: Traguls, wer kennt es nicht, das legendäre Diablo 2 Set? Traguls, rostige Hauer, verfluchte Sense. Hat eine Chance von 100%, Gegner mit einer Flucht zu belegen und ihr fügt verfluchten Gegnern 200% mehr Schaden zu. Verfluchte Sense ist Todessense und das ist halt die Rune verfluchte Sense. Ja. Also gerade für Single-Target Damage ganz gut. Ja. Weil, ne, man benutzt sie eigentlich, weil man so viel Schaden macht, sage ich ganz ehrlich. Aber sagen wir mal, auf einem Boss, der ein bisschen länger bleibt, ist das eine gute Sache. Dieses Item ist auch extrem wichtig, weil sie die maximale Stapelanzahl von Knochenrüstung um 5 erhöht. Ja, jetzt habe ich also 15 Aufladungen. Und da Knochenrüstung quasi mein wichtigster Spell ist, oder sagen wir mal einer der wichtigsten, ja, schon der wichtigste, naja, egal, ist dieses Item auch extrem wichtig. Also,
Wir halten fest, ihr braucht das Inarius-Set komplett. Wie gesagt, man kann es jetzt craften. Es ging so schnell. Ja, der Ring ist interessant. Achso, die Waffe noch. Die habe ich ganz vergessen. Ja, habe ich alles Ancient ist klar. Jeder Punkt eurer maximalen Essenz erhöht euren Schaden 0,5% und Knochenstacheln erzeugt 5% pro getroffenen Gegnern. Knochenstacheln habe ich jetzt nicht im Equip, aber der Schaden wird halt damit geboostet. Ja, ansonsten Gems, Schmerzverstärker, Mirane, Träne des Sternwebers und natürlich der gute alte Verderben der Gefangenen. Ich habe das natürlich auch aus dem Reddit, die Skillung und so weiter. Da steht das so übernommen. Also jetzt, ja, das sind halt einfach die Gems. Warum man als ausgerechnet die nimmt, keine Ahnung. Es ist, wie es ist. Ich hinterfrage das auch nicht groß. Ich baue das, probiere es aus, ob es abgeht und es geht halt ab. Ohne Ende. Skillung. So. Das Totensensor habe ich gerade schon erklärt. Blutiger Pfad ist das. Zack. Ja, das heißt, ne, 0,5%, ne, warte mal, 5%? 5% Leben kostet der Spaß, aber dafür ist es quasi wie ein Blink. Altern, habe ich gerade schon erzählt, ist ein Fluch. Reduzierte Bewegungsgeschwindigkeit, ne, das wieder das Slowen, was total interessant ist mit einem anderen Boni zusammen. Ja, 10% Betäuben ist auch eine gute Sache, ist auch interessant. Seht ihr hier, für jeden betäubten Gegner erleidet er weniger Schaden, die Handgelenke. Also das spielt alles quasi ineinander. Knochenrüstung habe ich erklärt. Mit der Rune Verrenkung betäubt getroffene Gegner 2 Sekunden lang. Betäuben ist hier wohl das Stichwort. Kadaverlanze, wie gesagt, Kälteschaden, slowt schön, macht die Gegner mürbe. Was mürbe heißt, heißt in diesem Fall auch nicht. Bewegungsunfähig oder geslowt. Erhöht ihre Chance, kritische Schaden zu erleiden. 5 Sekunden lang um 5%. Ja. Und Land der Toten, auch Kälte. Geht in dem Bereich, Land der Toten werden eingefroren. Und vor allen Dingen ist natürlich interessant, auf alle Leichen basierende Fähigkeiten können 10 Sekunden lang beliebig oft eingedingst werden. Gerade gegen den Riftboss oder so ist das natürlich geil. Einzelgänger, erhöht eure Rüstung 100%. Jeder aktive Diener reduziert diesen Bonus um 10%. Jetzt natürlich die Frage, zählt der Söldner als Diener? Ich glaube nicht. Das ist eine gute Frage, das weiß ich gar nicht. Ich habe den Söldner mal dabei, ich brauche den eigentlich gar nicht, theoretisch. Ich habe ihn dabei, aber Diener sind, glaube ich, Sachen, die du beschwörst. Ich kann mich vorstellen, dass der Söldner damit gemeint ist. Ja. Also 100% mehr Rüstung. Wachsendes Verderbnis, erhaltet einen Schaden von 1% für Gegner, der von eurem Fluchen belegt ist. Da man sehr viel flucht, macht das total Sinn. Rasche Ernte erhöht die Angriffsgeschwindigkeit von Knochenstachen, Blutsaugen und Todessense um 15%. Ja, Todessense. Und überwältigende Essenz erhöht die maximale Essenz um 40%. Wir haben gelernt, je mehr Essenz wir haben, desto mehr Schaden machen wir. Ne? Jeder Punkt eurer maximalen Essenz erhöht euren Schaden um 0,5%. Von daher, ja. Übrigens, das macht echt Spaß. Ja, ansonsten nochmal die Sense. Ne? Die sieht so aus. Ich zeig's nochmal. Zack, zack. Ich hab die größte Sense auf der Welt. Ja, mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Probiert es aus. Ich zeig's euch jetzt einfach mal, wie das Ganze quasi on the road aussieht. Jawohl! Ja, und da sind wir on the road. Und zwar ein normales Rift Qual 10. Ihr seht es oben rechts eingeblendet. Und ihr seht, es gibt eigentlich keinerlei Schwierigkeiten. Dafür, dass der Char 2-3 Stunden alt ist, geht das relativ leicht, findet ihr nicht? Also es ist halt wirklich irgendwie den Stack, die 2 hoch machen, bis er wirklich auf 15 ist. Man braucht eigentlich nur durch die Monster durchlaufen. Wenn ihr mal darauf achtet, dann, ich meine, ich spam dazu, das Altern ist ja klar und die 4 irgendwie, die 4 sind halt dann die Kadaver-Stacheln quasi da rausgefeuert kommen. Ihr seht die gerade angeflogen, das sind so Eisstacheln. Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ich die 4 drücke, muss ich irgendwo ein Kadaver liegen haben. Ja, das sind diese Totenkopfberge, die man da sieht. Dann drücke ich die 4 und dann erscheint daraus so ein Stachel, der geflogen kommt. Ja, ihr erinnert euch vielleicht, wenn ihr meine Beta-Videos gesehen habt, ganz am Anfang noch, habe ich das auch so gespielt. So. Das heißt, im Prinzip ist es wirklich nur den Stack
Der bleibt auch, der geht auch nicht weg, wenn man es immer wieder macht. Man muss jetzt auch nicht in 10, 15 Mobs stehen oder so, sondern der, ja, der bleibt einfach. Man muss ihn nur irgendwie im Rahmen. Habt ihr, das war übrigens der Rift-Boss gerade. Habt ihr das gesehen? Qual 10, ein Schar, der 2 bis 3 Stunden alt ist. Das war quasi ein Instant-Kill, ja. So, jetzt wird noch ordentlich eingesammelt. Also, gerade jetzt auf Torment 10 reicht es. Ihr seht es ja, ich muss eigentlich nur durch die Mobs laufen mit der Knochenrüstung. So, ihr Lieben, was wir jetzt sehen, ist ein Level 60 Greater Rift. Ihr seht, die bleiben ein kleines bisschen länger stehen. Aber, ich meine, ja. Ich glaube, ich brauche damit jetzt hier nicht groß angeben und sagen, boah, Alter, voll die Mega-Leistung jetzt, irgendwie 2-3 Stunden ein Level 60 Rift zu machen. Es war mein erstes großes Rift. Und wie gesagt, es ist halt, ja, ihr seht ja, 1000 oder fast 921 vorgepushte Punkte. Von daher, ja, hat man natürlich die ganzen Boni auch dazu, ja. Von daher ist es auch nicht so schwer, ja, da durchzumarschieren. Aber man muss sich vorstellen, ne, die Schwierigkeit liegt ja nicht daran, dass der Char irgendwie ein höheres Level hat, sondern die Schwierigkeit liegt ja daran, irgendwie die Itemisierung so schnell abzuschließen. Ihr seht jetzt, ich habe jetzt das Greater Rift jetzt wirklich bis zum Ende, oder sagen wir ab diesem Zeitpunkt bis zum Ende lasse ich das jetzt laufen. Ihr könnt es einfach so verfolgen, wie einfach das geht, ja. Also, deshalb wäre es halt schlauer gewesen, den Necro wirklich einzuführen mit einer neuen Season. Ne? Da hat man halt diese ganzen Punkte nicht, hat die ganzen Boni nicht und hat auch die ganzen Ressourcen nicht, um die ganzen Sets zu craften. Ja? Und dann ist halt dieser Weg viel schöner. Jetzt werdet ihr sagen, ja Moment mal Krömer, aber du hast doch selber Schuld. Warum tust du dir das an? Du hättest ihn doch selber hochspielen können. Ja, aber ganz ehrlich, will man das? Das hat man doch 100.000 Mal schon gemacht. Ja, und übrigens, das war gerade auch ein Pack, was so weggeplatzt ist. Und in einer richtigen Season hat man ja gar keine andere Wahl. Da macht man das einfach, ne? So, ja, man macht halt das, was möglich ist. So ist es halt. Und wenn ich mich ziehen lasse von meinem Kumpel auf 70 in 2 oder 5 Minuten und dann irgendwie in einer weiteren halben Stunde, Stunde die Sachen irgendwie mit Ressourcen craften kann, dann mache ich das natürlich. Naja, also, es geht hier ja nicht darum, irgendwie das hier zu kritisieren, sondern es geht darum, eine mögliche und gute Spielweise zu zeigen. Und mit diesem Set und dieser Skillung, ihr seht es ja, Greater Rift 60 ist easy peasy. Ja, hier platzt alles weg. Ich muss mich nicht mehr beeilen. Ja, lass nicht mal irgendwie die kleineren Gruppen aus und versuche nur die Packs zu killen. Sondern ihr seht ja, ich mache einfach alles, ich laufe, das war gerade wieder ein Pack, ne? Es platzt einfach weg. Also wenn man einmal diesen 15er-Stack hat und das geht eigentlich relativ schnell, weil man, wie ich gerade auch schon gesagt habe, das ist jetzt wieder ein Pack, das dauert jetzt auch nicht viel länger. So, jetzt kommt der Rift-Boss. Und ja, dafür hat man dann, wie gesagt, jetzt die Sense, damit man noch 200% mehr Schaden macht. Dann drauf fluchen, die 4 spammen und das war's. So, da sieht man hier, Ladder, 514 Platz. Krömer ist in der Leder. Wup, wup. Probiert es aus, ihr Lieben. Spielt die Skillung selber. Wie gesagt, wenn ihr einen einigermaßen aktiven Diablo-Account habt, habt ihr ja die Ressourcen. Es macht schon Spaß, da kann man nichts gegen sagen. Freuen wir uns auf die Season, wenn die losgeht. Viel Spaß und probiert es selber aus. Ich bin euer Stevenio. Macht's gut. Ciao, ciao.